Mein Name ist Nadja Will, eine Lady mit viel Stil, die, so wie sie heißt, einfach leben will. Die Diagnose Brustkrebs habe ich Freitag, den 13. Oktober 2017 erhalten. Von einer kranken Schwester bin ich mittlerweile als Expertin für Krebskommunikation und Brustgesundheit unterwegs und setze mich in der Gesellschaft für diese schweren Themen ein. Mein Name ist Nadja Reinisch. Ich leite das interdisziplinäre Brustkrebszentrum an den Kliniken Essen-Mitte. Dort betreuen wir Patientinnen bei der frühen Erkrankungssituation mit Brustkrebs, der Erstdiagnose, bei dem Wiederauftreten mit dem Rezidiv oder auch bei dem Nachweis von Fernmetastasen. Bei der Betreuung der Patientin wünsche ich mir eine selbstbewusste und selbstbestimmte Patientin, die die Erkrankung aktiv angeht und wir gemeinsam den Behandlungsweg bestimmen. Mein Name ist Ingrid Faber, ich bin Breast Care Nurse und arbeite im Brustzentrum der Kliniken Essen-Mitte. Täglich begegnen mir Menschen, die mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden. Für mich ist es am wichtigsten, dass sie sich in ihren Ängsten und Sorgen gut aufgehoben und ernst genommen fühlen und mich an ihrer Seite wissen. Let's talk about. Wir müssen reden, Brustkrebs und die Angst vor dem Rückfall. Schön, dass Sie dabei sind. So haben wir die nächsten 45 Minuten überschrieben. Meine drei Gäste, die ich heute eingeladen habe, die haben Sie eben schon kurz kennengelernt. Wir möchten aber nicht nur über das Thema Angst sprechen, sondern vor allem darüber, wie kann man diese Angst überwinden? Wie schaffen das die Betroffenen? Wie schaffen das die Familien? Welche Ausblicke gibt es heute eigentlich? Und zwar positive Ausblicke und vor allem auch, was kann denn getan werden, gerade im Falle einer frühen Brustkrebserkrankung, um dieses Rückfallrisiko zu senken. Mehr dazu, wie gesagt, in den nächsten 45 Minuten. Mein Name ist Dirk Heimann, ich bin kein Gynäkologe, sondern Allgemeinmediziner, behandle eben viele Familien, damit auch viele Frauen, häufig über ganz, ganz viele Jahre. Und irgendwann im Laufe der Zeit kommt es dann auch vor, dass eben die Diagnose Brustkrebs plötzlich in einem Befundbericht aus einer Klinik steht. Und dann merke ich immer wieder, es gibt viele, viele Fragen, die offen sind. Und genau diesen Fragen möchten wir uns heute widmen. Nadja Will, ich beginne mal mit Ihnen. Man muss dazu sagen, Sie drei kennen sich untereinander, auch wenn Sie nicht an der Klinik hier in Essen behandelt worden sind. Sie sind eine Brustkrebsbetroffene, wie man sagt. Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen. Der Weg zur Diagnose, wie waren denn so diese ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte waren relativ typisch, glaube ich. Ich habe das selbst ertastet, habe mir ein bisschen Zeit gelassen, bin dann im Blindversuch zu meiner Gynäkologin proaktiv, habe nicht gesagt, dass ich was gefühlt habe. Sie hat nachgetastet, ganz normale gynäkologische Untersuchung gemacht, es wäre alles in Ordnung. Und dann stand ich in der Umkleidekabine. Aufgrund meiner Berufung als Anästhesieschwester weiß ich auch, was ist, wenn das, was ich fühle, doch was anderes sein könnte. Und bin dann nochmal ganz bewusst rausgegangen und habe gesagt, fühlen Sie doch nochmal nach, da ist was. Dann gab es eine etwas längere Diskussion für eine Überweisung zum Ultraschall und dann fing eigentlich der Lauf an und letztendlich bin ich dann auf Arbeit in Anführungsstrichen gelandet, aber diesmal nicht als Anästhesieschwester, sondern als Patientin, wo die Diagnose gestellt wurde, dass es Brustkrebs ist. Ingrid Faber, jetzt sind Sie eine Breast Care Nurse. Sie kümmern sich genau in solchen Situationen um betroffene Frauen, aber auch die Familien, die ja dann häufig sehr, sehr besorgt sind. Diese Unsicherheit, es läuft nicht ganz so rund bei der Diagnosestellung, beim Mitteilen der Diagnose. Ist das eher die Regel, weniger die Ausnahme? Was würden Sie sagen? Ich glaube, dass viele Patientinnen vorher dadurch, dass sie eventuell etwas getastet haben, einfach diese Sorge haben, dass etwas vorliegt und dann irgendwie schon damit rechnen, dass etwas kommt und passiert. Unsicherheiten werden dadurch natürlich nicht genommen oder Ängste, aber es gibt Möglichkeiten, die Menschen zu begleiten. Matthias Reinsch, jetzt behandeln Sie, wir haben schon gesagt, Nadja Will wurde jetzt nicht in der Klinik hier in Essen behandelt, aber Sie begleiten jetzt viele Patientinnen, Sie begleiten die Familien, ich habe es schon einige Male gesagt. Jetzt müssen Sie ja wahrscheinlich fast jeden Tag als Gynäkologin solche Diagnosen im Grunde auch stellen, die Diagnose nennen, mit den Betroffenen sprechen. Ich habe immer so den Eindruck, wenn auch nur der Begriff Krebs genannt wird, dann schalten viele der Betroffenen schon ab, sind erstmal ganz woanders mit den Gedanken. Wie kriegt man so eine Situation hin?
Ja, ich denke, das ist wichtig, dass man irgendwie eine Beziehung zu den Patienten aufbaut, dass man sie da abholt, wo sie sind. Und Sie haben schon recht, wenn wir das Wort Brustkrebs aussprechen, dann schalten viele Patienten einfach ab und hören danach nichts mehr. Und da muss man sie wieder rausholen. Es gibt dann meistens zwei Gedanken. Zum einen dieses Erdbeben Brustkrebs, jetzt bin ich dran, jetzt hat es mich getroffen. Und zum anderen die Frage, was bedeutet das jetzt für mich und mein Leben und wie geht es weiter? Und da motivieren wir die Patienten auch häufig, dass sie nicht alleine kommen, sondern in Begleitung, weil einfach vier Ohren mehr hören als zwei. Und es kann auch sein, dass man mehrere Termine braucht, um wirklich die gesamte Therapieplanung mit dem Patienten in Ruhe besprechen zu können. Jetzt habe ich verstanden, Frau Einsch, Sie haben gesagt, um gleich auch die Perspektive zu erläutern, zu sagen, wie kann es weitergehen? Nadja will jetzt, wenn Sie sich zurückerinnern an diese Zeit, Sie hatten die Diagnose, zuerst waren Sie unsicher, dann wurde die Diagnose, Sie haben eben gesagt, auf Arbeit war ich plötzlich auf der anderen Seite, ich war die Patientin. Wurde Ihnen das auch gesagt? Das kann die Perspektive sein, da kann es hingehen? Ja, bevor ich auf meiner Arbeit letztendlich war, war ich ja niedergelassen erst nochmal zur Mammographie und da war die erste Diagnosestellung vis-à-vis ins Gesicht. Das waren keine 3 Minuten. Das ist definitiv Brustkrebs, von dem wir hier sprechen. Also es wurde Ihnen einfach so zugerufen? Genau, es wurde mir zugerufen und ich stand letztendlich im Nirvana und bin dann auf Arbeit gefahren, wo mich dann der Chef schon begrüßt hat. Und da an der Stelle gab es eine andere Art der Kommunikation. Und das ist genau die Unsicherheit. Man hat ein Gefühl zu sich, zu seinem Körper. Und wenn sich das bestätigt, das Wort Brustkrebs auszusprechen und auch zu hören, ist nahezu ein Erdbeben oder auch mehr. Und es gibt genau diese zwei Gedanken im Kopf. Ingrid Faber, da stellen sich einmal so ein bisschen die Nackenhaare auf. Brustkrebs wird mal kurz zugerufen nach der Mammographie. Ich habe es eben schon mal versucht, so ein bisschen rauszukitzeln. Ist das jetzt ein Einzelfall oder erleben das aus Ihrer Sicht viele Frauen? Nein, das ist kein Einzelfall. Das erleben wirklich viele Frauen. Wenn wir diese Patienten in den Gesprächen nach den ersten Diagnosestellungen haben, brauchen sie oft erstmal Zeit, auch zum Weinen, einfach für sich, vielleicht mit den Angehörigen, einfach um erstmal eben halt dieses Erdbeben verarbeiten zu können. Und natürlich habe ich in dem Moment nicht sehr viel Zeit mit den Menschen, aber ich lasse sie erstmal. Und dann setze ich da an, was ist denn eigentlich verstanden worden, was ist nicht verstanden worden und versuche eben halt nochmal aufzufangen und auch da zu gucken, wo kann ich unterstützen, wo ist der Unterstützungsbedarf. Jetzt ist schon mehrfach dieser Begriff Erdbeben gefallen. Nach dem Erdbeben beginnt ja so ein bisschen das Sortieren, das Wiederaufräumen, das Wiederaufbauen. Frau Reinisch, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Das ist ja wahrscheinlich, als ich studiert habe, kam ich das jetzt ein paar Jahrzehnte her, da war Brustkrebs so eine ganz schlimme Diagnose und im Grunde, wir konnten fast nichts tun. Ist das heute anders? Ja, wir haben Brustkrebs viel, viel besser verstanden als noch vor einigen Jahren. Also Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Erkrankung der Frau. Ja? Jede 8. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Aber es ist auch die Erkrankung, über die wir jedes Jahr mehr lernen und wo wir jedes Jahr mehr Therapieoptionen haben und die Erkrankung und besser verstehen und damit einfach auch Behandlungsoptionen viel besser zur Hand haben. Die allermeisten Frauen werden ja Gott sei Dank geheilt von der Erkrankung. Das heißt, es ist ein einmaliges Erdbeben und wir müssen als Arzt, als Begleitung, die Aufräumarbeit nach dem Erdbeben leisten, um bei dem Bild zu bleiben. Ja. Aber wir haben sehr viele Möglichkeiten aufzuräumen und sehr, sehr viele Medikamente. Die Aussichten auf Heilung haben sich dramatisch verbessert und auch die Therapien werden sehr viel genauer gegeben. Also zu Ihrem, als Sie studiert haben, war wahrscheinlich Chemotherapie so das Mittel der Wahl. Ich fürchte ja, daran erkennt man, wie lange das her ist, dass ich studiert habe. Ja, also wir haben eine ganze Reihe an Patienten, da müssen wir gar nicht über eine Chemotherapie nachdenken, weil wir einfach den Brustkrebs viel, viel besser verstehen. Dann gibt es eine Reihe an Patienten, wo man sich sicher ist, dass man tatsächlich eine Chemotherapie machen muss. Und auch diese Sicherheit, dass das die richtige Therapie ist für die Patientin, ist ja auch etwas in der Krankheitsbewältigung, Verarbeitung, was Wichtiges und
wo man sich auch auf die Therapie einlassen kann. Ich denke, das ist wichtig, dass man so ein Vertrauen in den behandelnden Arzt und in die richtige Therapie bekommt, um durch diesen Weg zu gehen, diesen Prozess zu beschreiten. Aber das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Sie haben gesagt, die allermeisten Frauen können geheilt werden. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, eine Perspektive. Und selbst wenn die Heilungschancen nicht so gut sind, können wir die Erkrankung heute sehr, sehr lange im Grunde auch verzögern. Nadja Wilder, würde ich Sie gerne nochmal fragen. Jetzt waren Sie, heute sind Sie sehr stark unterwegs im Bereich Brustkrebs, informieren viele Frauen, lassen Sie teilhaben an Ihrem Schicksal. Aber an dem Tag, als Sie selber, glaube ich, noch Anästhesie-Fachschwester waren, waren Sie zwar schon sehr, sehr gut informiert. Klar, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, sind die meisten schon mal nicht. Aber was war in dem Moment? War Ihnen das da klar? Brustkrebs ist heute was anderes? Oder war das wie so ein Damoklesschwert, das wird mich jetzt ins Grab bringen? Ja, für mich war das nicht klar. Für mich war klar, Krebs gleich tot. Wir rufen den Bestatter. Und also so drastisch? Ja, doch, muss ich sagen. Und an der Stelle war einfach der ICE in meinem Kopf. Das Erdbeben war größer denn je und ich war mit dem Wort Krebs einfach nahe dem Tod. Mir war überhaupt nicht klar, auch wenn ich vom Fach bin und eine exzellente Anästhesieschwester bin, immer noch und viele Leben zu dem Moment auch gerettet habe, war ich in diesem Bereich wirklich überhaupt nicht versiert. Und hätte mir das Wissen, was ich heute habe, gewünscht. Das hätte mich sicherlich ein bisschen abgepuffert. Ich habe die Brücke nicht gesehen. Für mich war klar, Krebs ist nahe dem Tod. Ingrid Faber, jetzt sprechen Sie am Tag, haben Sie mir auch gesagt, als wir uns kennengelernt haben, auch mit vielen Patientinnen, auch mit solchen, die eine Erstdiagnose haben. Ist das so ein Mechanismus? Sobald das Wort Krebs fällt, ist eben der Tod irgendwie gleich präsent? Ja, das ist oft so. Und ich finde es aber so schön, dass ich das so hoffnungsvoll mitgeben kann, was Matthäa jetzt gerade schon gesagt hat, dass es vielfach heilbar ist und dass es einfach sehr viele Behandlungsmöglichkeiten gibt und dass das den Unterschied ausmacht. Und wenn ich da die Patienten erreiche, dann habe ich schon viel gewonnen. Jetzt haben wir ja diese 45 Minuten, Frau Reinisch, Angst vor dem Rückfall auch genannt. Rückfall, wie bei jeder Krebserkrankung, da gibt es Bedenken, ja, kriege ich das vielleicht wieder, kommt das zurück. Fangen wir vielleicht mit diesem frühen Brustkrebs mal an. Wenn man den jetzt sieht, der frühe Brustkrebs wird diagnostiziert, es muss vielleicht operiert werden, es wird entfernt, wie auch immer. Und dann ist so ein bisschen das Gefühl, der jetzt ist ja alles wieder gut, alles wieder super, jetzt bin ich vielleicht eine von denjenigen, die wirklich geheilt wird. Wie müssen wir da heute informieren? Sie haben vorhin gesagt, da hat sich viel geändert, Stichwort zielgerichtete Therapien. Was hat sich denn alles geändert? Die Erkenntnis um das Mammakarzinom, also was ist eigentlich Brustkrebs, das hat sich deutlich verändert. Und damit die Risikoeinstufung der verschiedenen Brustkrebsarten, muss man ja sagen. Das ist alles ein Brustkrebs, aber wir sprechen von mindestens 3 oder 4 ganz unterschiedliche Typen. Also von Zelltypen, wenn man da drauf guckt oder was? Ja, wenn wir über Behandlung reden, also unterschiedliche Brustkrebstypen, ja, die ganz unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Prognosen haben, also auch unterschiedliche Rückfallrisiken. Und das haben wir viel, viel besser verstanden. Und mit diesem Verständnis geht ja auch eine bessere Therapie einher und damit eine Reduktion des Rückfalls, einfach des Risikos eines Rückfalls. Natürlich ist die Angst vor dem Rückfall etwas, was jede Patientin begleitet. Und das ist einmal tumorarttypisch, also Patientinnen sind ja häufig sehr gut informiert. Sie wissen, sie haben eher einen aggressiveren Brustkrebs oder einen weniger aggressiven Brustkrebs. Und damit ist einfach die Angst vor dem Rückfall verbunden, aber auch etwas sehr Patientenindividuelles. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist ja etwas Typspezifisches. Der eine geht ein bisschen sportlicher durchs Leben, unabhängig vom Brustkrebs, und der andere ist halt der ängstlichere Typ. Und diese Mischung aus beiden, das ist, denke ich, für uns Ärzte eine ganz große Aufgabe, die wir auch noch nicht vollständig gelöst haben, dass wir den Patientinnen, egal vom individuellen Typ, dann abgeglichen auf die tumorspezifischen Subtypen sie hinzuführen in die Zukunft, dass sie halt keine Angst haben oder diese Angst immer weniger wird. Ich glaube, keine Angst, das kriegen wir nicht hin. Das ist utopisch und das ist auch etwas, Angst ist auch ein Stück weit normal und nachvollziehbar und auch irgendwie richtig in dem Moment. Aber diese Angst darf nicht Überhand gewinnen und sie darf nicht das Leben bestimmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unsere Aufgabe in der Zukunft. Mit der Therapie sind wir schon ziemlich gut dabei, aber die Begleitung der Patientin zur Linderung des Rückfallrisikos oder der Angst vor dem Rückfall.
Also die Angst vor dem Rückfall ernst nehmen, thematisieren, darüber sprechen, auch die richtigen zielgerichteten Therapien zum Beispiel auswählen. Nadja Will, als Sie jetzt in der Situation waren, als bei Ihnen klar war, es ist so ein früher Brustkrebs, das wurde erst später klar mit der weiteren Diagnostik, hatten Sie Angst? Ja, natürlich hatte ich Angst, weil das, was man ja hört in Bezug auf Krebs, sind nicht immer unbedingt die schönsten Geschichten. Zu dem Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, dass es verschiedene Therapiemöglichkeiten gibt, dass es so individuell ist, auch wenn wir von Brustkrebs sprechen. Es war einfach im medizinischen Kontext auch nicht mein Milieu. Und ich habe da unglaublich viel dazugelernt. Und die Angst will ich heute mal benennen. Die hat sicherlich einen Platz verdient, aber sie darf nicht den ganzen Raum einnehmen. Also sie lähmt dann auch, wenn sie... Sie lähmt. Und wenn wir wissen, was Angst mit uns macht, sie macht irrational. Und in dem Moment war ich einfach irrational. Die Angst war da, Krebs ist gleich tot. Und das nimmt dir die Luft zum Atmen. Und in dem Moment war ich einfach irrational unterwegs. Hätte ich mehr Aufklärung, mehr Bewusstsein in diese Richtung gehabt, dann hätte ich sicherlich anders damit matchen können. Aber jetzt habe ich zu Beginn gesagt, wir wollen heute ja auch ein bisschen von Ihnen lernen, wir wollen von Ihnen drei lernen, wie man auch diese Angst überwindet, diese Unsicherheit, ein bisschen mit Sicherheit vielleicht mit damit begegnen kann. Wie haben Sie das denn geschafft, dann aus dieser Angst rauszukommen? Ja, es fing letztendlich mit dem Gespräch in der Klinik an, als der Chef zu mir sagte: Wissen Sie, Nadja, wir geben unser Bestes und es wird jetzt das bescheidenste Wochenende, nachdem die Biopsie entnommen wurde am Freitag, den 13. Oktober. Freitag, den 13. Genau, es war Freitag, der 13. Oktober und er hat gesagt, ich gebe Ihnen mein Versprechen, ich mache Sie wieder gesund, aber eins ist entscheidend, das ist die mentale Einstellung. Und dann habe ich gedacht, was erzählt er mir da? Und dann war ja der Montag gekommen und es war klar, es ist Krebs. Definitiv, schwarz auf weiß. Es braucht eine Systemtherapie, eine Chemo, alles klar. Wir reden hier nicht von einer, sondern von 16. Und ich habe gesagt, bitte nehmen Sie mir doch einfach die Brüste ab. Ich war völlig irrational in dem Kontext. Und er hat zu mir gesagt, wir hauen dem jetzt erst eins auf die Mütze. Wir gucken, ob die Therapie anschlägt. Und dann werden wir operativ tätig. Und in dem Moment habe ich gedacht, was erzählt er mir hier? Das soll in mir bleiben und wir therapieren erst. Was hat es aber gebracht? Zur zweiten Tumorkontrolle, also nach der ersten Chemo, vor der zweiten Chemo, hat das Ding von 2,7 cm sich schon verringert auf 1,9. Und er sagte, meine Güte, das hätte er so auch noch nicht erlebt. Das war nach der EC-Gabe, nach der ersten. Und an der Stelle hatte ich mental tatsächlich für mich, also visuell zu sehen, dass so ein Tumor anschlägt, beziehungsweise die Chemo anschlägt und der Tumor kleiner geworden ist, habe ich gedacht, er hat recht, habe Vertrauen in ihn gehabt. Ich habe auch nicht. Da kam sie so auf den Weg. Ja. Ja, da kam ich auf den Weg. Es hat einen Moment gedauert und ich konnte tatsächlich über 2 Wochen das Wort Brustkrebs ja gar nicht aussprechen. Ich habe mich komplett offline gesetzt, so würde ich das heute beschreiben. Aber an der Stelle habe ich gedacht, okay, wenn das System hergibt, dass er so anspringt, dann gehe ich mit und das auch für die nächsten 15 Chemos. Und nach der 9. Chemo war tatsächlich bildtechnisch nichts mehr da und ich bin ja vollkommen tumorfrei operiert worden zum Frühlingsanfang. Ingrid Faber, jetzt hat eben Nadja Will gesagt, die innere Einstellung macht's. Das klingt ja erstmal so ein bisschen weich. Sie haben dabei genickt. Ja. Und wir wissen ja seit einigen Jahren, Psycho-Onkologie heißt es dann zum Beispiel oder auch Psychoimmunologie, also dass man sich fragt, wird das eigene Immunsystem unter anderem durch die eigene Einstellung dazu mit beeinflusst? Ja. Wie ist denn das in Ihrem Alltag? Ja, ich sehe das auch ganz deutlich. Ich sage zu meinen Patientinnen aber auch immer, diesen Moment der Trauer und auch der Wut oder welchen Emotionen auch immer da auftreten im Fall der Erstdiagnose, die sind richtig und die haben auch ihren Platz, die haben ihre Berechtigung. Aber dann muss man, wie man so schön sagt, den Kopf wieder aus dem Sand ziehen und vorwärts blicken. Und dann kann man nämlich den Kampf auch ansagen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man dem positiv gegenübersteht, es ist manchmal einfacher, den Kampf anzunehmen. Wir haben die Unterstützungsmöglichkeiten noch, Tageskliniken anzubieten im naturheilkundlichen Bereich oder eben halt die Psychoonkologie hinzuzuziehen. Und das finde ich ganz wertvolle Sachen, die auch noch mal unterstützen, die mentale Gesundheit zu fördern. Also die ganze Person zu sehen, die ganze Frau zu sehen, ja, das Umfeld zu sehen. Also nicht zu sagen, es geht hier nur um den Krebs, sondern genau, es geht um alle, die damit in Verbindung stehen.
Matthias Reinsch, ich würde gerne mal fragen, ich habe von verschiedenen Patientinnen sogar Bilder dann gehört. Eine hat mir mal erzählt, sie steigt einen Berg rauf und zwischendrin kommen mir so kleine Täler. Dann habe ich so einen kleinen Rückschritt, aber ich weiß, ich bin auf dem Weg nach oben. Braucht es so Bilder, Sie haben eben gesagt, der ICE im Kopf zum Beispiel, Frau Will, braucht es so Bilder, die vielleicht bei jeder Frau, bei jeder Familie auch anders sind? Ja, das ist ja ganz individuell, aber ich glaube, wenn man das irgendwie visualisieren kann, dann macht es das einfacher. Und ich sage auch immer, es ist wie auf dem Berg steigen und danach, wenn dann die Chemo und die OP geschafft ist, dann hat man den langsamen Abstieg. Der kann auch manchmal anstrengend sein. Jeder, der schon mal einen Berg hochgeklettert ist, weiß, dass es danach auch ein bisschen anstrengend sein kann, wieder runterzukommen. Aber wir sind, dass man auch mal stolpert. Ja, aber es ist geschafft. Ja, es ist geschafft. Und ich glaube, wenn man so Bilder vor Augen hat, immer wenn man etwas macht, was eine große Herausforderung ist, dann denkt man, oh Gott, das geht gar nicht, das schaffe ich nicht. 16 Chemos, ja, 16 Mal mir eine Chemotherapie geben zu lassen, das klingt ja für jeden erstmal irgendwie wie ein Riesenberg, der nicht zu erklimmen ist. 16 Berge. Ja. 16 Berge. Aber wenn man das auf kleine Schritte aufteilt, wenn man sagt, wir machen das ja nicht alleine, wir sind dabei, wir sind ein ganzes Team, auch das nochmal. Ne? Es ist ja nicht nur ich als Arzt, der den Brustkrebs behandelt, bin da, sondern es ist die Psychoonkologie da, es sind die Brustschwestern da. Wir haben das Glück in unserer Klinik, in den Kliniken Essen-Mitte, ein großes onkologisches, naturheilkundliches Team dabei zu haben, die auch dafür sorgen, dass die Patientin als Ganzes aufgefangen und aufgenommen werden und quasi hochgeschubst werden den Berg. Ja. Jetzt bleibt aber die Angst, aus der wir ja gerade Wege heraussuchen, wir waren gerade bei den Bildern, die bleibt ja jetzt nicht nur bei mir, die hat ja auch meine Familie zum Beispiel. Ja. Nadja, wie war das bei Ihnen? Sie haben Kinder, Sie waren in der Zeit in einer familiär eingebundenen Situation. Wie ging das denn damals? Wie war das mit der Angst auch bei den anderen? Ich will mal sagen, ich habe mich da sehr geöffnet und ich habe auch dazu gestanden, dass Mama jetzt mal nicht die Starke ist, sondern dass Mama jetzt ihre Schwächen hat und auch Mama, ich habe das immer mit Schlittschuhlaufen verglichen, ich kann es nicht. Und also das war Ihr Bild, Schlittschuhlaufen war dann Ihr Bild. Genau, das war mein Bild und habe dann einfach gesagt, das ist jetzt einfach die Eisfläche, die ich nicht kenne und ich mein Bestes natürlich gebe, da mit Pinguinen durchzukommen und so haben wir uns... Pinguin ist das, wo man sich dran festhält. Genau. Und bei mir nicht gehört, ich bin trotzdem gefallen. Für mich habe ich einfach den Wert gehabt, authentisch und wirklich ehrlich zu meinen Kindern zu sein. Also Sie haben mit Ihren Kindern, wie alt waren die damals? 4 und 6. Das heißt, Sie haben mit Ihren 4- und 6-jährigen Kindern offen über die Situation geredet? Ja, genau. Und über dem stand immer eins, dass Mama immer eins kann, und zwar sie lieb haben. Und das war eigentlich immer die Basis, ob wir im Bett gefrühstückt haben, weil ich einfach keine Energie hatte, irgendwie das Frühstück zubereiten. Wir hatten Haushaltshilfe. Es gab viele Momente, aber das hat eigentlich immer alles abgedeckt. Und wenn wir von Bergen reden, wir haben Bergfeste gefeiert nach der 8. Chemo und für mich war ganz klar, 2,7 cm Tumormasse auf 1,60 Körpergröße, da bleibt echt viel Platz zum Leben und das war unser Maßstab. Und ich habe für mich und auch mit meinen Kindern in der Familie gesagt, ich kämpfe nicht wogegen. Nicht gegen den Krebs, sondern wofür? Für das Leben. Ich fand das viel entspannter für mich zu sagen, ich kämpfe wofür? Für das Leben, statt gegen etwas zu kämpfen. Das hat für mich so, ich kann jetzt hier mal gegen die Wand laufen, ich werde sie nicht versetzen. Und das habe ich versucht mit meinen Kindern auch tatsächlich vis-à-vis zu leben. Und war dann halt die Mama ohne Haar. Dafür haben sie alle beide eine Glückssträhne von meinen langen blonden Haaren geerntet. Und visionär gesagt, helfen uns Kinder in dieser schweren Zeit mit dieser unglaublichen Leichtigkeit. Sie sind so unbedarft. Und davon habe ich als Mama profitiert, aber nur, weil ich ehrlich war. Und man hat es Ihnen eben angemerkt, obwohl Sie ja sehr häufig darüber reden, vor vielen anderen betroffenen Frauen und deren Familien, das geht Ihnen auch heute noch nahe, wenn Sie darüber reden. Inget Faber, ich würde das aber gerne mal weitergeben. Jetzt blicken Sie ja auf viele Schicksale, auf viele Familien, auch mit kleineren Kindern, wie bei Nadja Will eben. Ist das so ein Rat, offen zu sein, auf die Kinder zuzugehen, den Kindern nicht irgendwas zu erzählen? Wie geht man damit am besten um? Wir empfehlen schon, die Kinder mit einzubeziehen. Welche Wörter man jetzt verwendet, das ist je nachdem, wie alt die Kinder sind, glaube ich, nochmal, da sollte man genau drauf schauen.
Wir suchen uns Unterstützung bei unserem Familienprojekt Menschen Mögliches. Da haben wir eine Mitarbeiterin, die sogar auch für erwachsene Angehörige Ansprechpartnerin ist. Und wir empfehlen das auf jeden Fall, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass sich bei Kindern irgendwelche Gespenster im Kopf bilden, weil die Mama sich gerade mal nicht so verhält, wie ich sie kenne. Die wendet sich vielleicht ab oder das Gefühl im Kopf ist, Mama wendet sich ab und ich bin schuld, was habe ich gemacht? Von daher ist das ganz wichtig, das anzusprechen. Ich habe es ja auch mitgenommen, ja, als meine Haare geschnitten wurden und auch abrasiert worden. Wir haben zusammen die Perücke ausgesucht, also ein zweiter Ersatz. Und habe sie versucht, von vornherein ja wirklich mitzunehmen und zu integrieren, auf der Ebene kindlich gesehen. Aber ist das jetzt, sind das ja ein paar Jahre, liegen jetzt zum Glück zurück. Ja. Ja. Ist das bei beiden Kindern gleich gut gelungen? Nein. Also meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 6, gerade eingeschult und der Kleine war 4 und beide tatsächlich haben ganz unterschiedlich reagiert. Gerade in dem Moment, als die Haare weg waren. Meine Tochter hat gesagt, Mama, ich liebe dich auch so mit Glatze. Mhm. Und der Kleine hat gesagt mit 4, Mama, du bist echt ekelhaft. Tat sehr weh. Und ich habe gesagt, das kann ich nachvollziehen, Till, dass du mich jetzt so anders siehst. Es ist dir lieber, dass ich die Perücke trage. Ja, das ist mir lieber. Okay, dann wollen wir dann mit Perücke ein Buch lesen. Ja, das wollen wir, Mama. Okay. Und ungefähr 2 Wochen später kam er an und hat gesagt, Mama, also ich glaube, du darfst die Haare jetzt doch auch abnehmen. Gut, okay. Dann hat er mir ein Küsschen gegeben auf die Glatze und dann war für ihn das Thema gut. Ich habe ihn dafür zu keinem Moment verurteilt. Beide Kinder haben ganz unterschiedlich reagiert, ist auch deren gutes Recht. Ist vielleicht auch der kleine Altersunterschied gewesen, aber ich denke, da darf man Raum geben und auch Zeit schenken und es sicherlich nicht in der Befindlichkeit als Mama sehen, sondern wirklich in der Tatsache, dass er als kleiner Mensch gar nicht versteht, was ist jetzt hier eigentlich los und warum ist Mama auf einmal anders sichtbar. Also es gibt, was man daraus hört, es gibt keine Patentrezepte, nein, selbst nicht in der eigenen Familie, bei der vermeintlich alles so ähnlich ist. Matthias Reinsch, stehen Sie da mit Ihrem Team in der Klinik dann auch daneben, dass Sie sagen, hier unterstützen wir zusätzlich, geben vielleicht auch Tipps, wie es andere geschafft haben, auch solche, das war ja so ein kleiner Rückschlag dann bei Ihrem Sohn, der sagt, Mama, ich finde das da nicht so toll, wenn du keine Haare hast. Auch wie man damit umgeht, ich meine, das greift ja ganz tief, wenn sowas passiert. Wir sind dabei, wenn wir bei der Diagnosemitteilung fragen wir natürlich auch, wer ist überhaupt alles in der Familie da? Wer muss einbezogen werden? Und natürlich hat die Patientin letztendlich das Recht zu entscheiden, wie möchte sie es ihren Kindern sagen. Aber wir empfehlen ganz deutlich, die Kinder einzubeziehen und ehrlich zu sein. Also das, was nicht gemacht werden sollte, ist Kinder anzulügen, weil einfach das Gespenst im Kopf viel, viel größer ist als die Realität. Und damit glaube ich auch, die Erkrankung auf lange Sicht für das Familienkonstrukt eine viel schädigendere Wirkung hat, als das nötig ist. Und es geht ja darum, dass das natürlich ein Erdbeben für die Patientin als solches, die auch im Fokus, im Mittelpunkt und so weiter unserer Behandlung steht. Aber natürlich ist es nicht nur die Patientin, sondern alle Liebenden drumherum, ob das die Kinder, der Mann sind, Freunde, Eltern, die haben ja alle ein unterschiedliches Empfinden und Erleben für diese Erkrankung. Nur die Kleinsten können es am schlechtesten einordnen. Und da finde ich, ist eine Wahrheit in Maßen, aber eine Wahrheit der wichtigste Weg. Und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass ein Anlügen der Patientin oder der Kinder von der Mutter oder von den Elternteil sehr nachteilig ist. Also wieder im Grunde ein weiterer Weg raus aus der Unsicherheit. Man kann ja wieder ihr Bild gebrauchen, die Patientin ist das Epizentrum, die gerade die Erkrankung hat, das drumherum kriegt das Erdbeben aber trotzdem mit. Da würde ich gerne, Sie haben den Partner angesprochen, würde ich Sie gerne auch fragen, Frau Will, dazu. So ein Thema, was ja gerne tabuisiert wird, ist zum Beispiel das Thema Sexualität. Ich habe vorher gefragt, ob ich Sie danach fragen darf. Wie ist das denn gewesen in dieser Phase? Jetzt waren Sie Brustkrebs erkrankt, Sie wurden dann therapiert, Sie hatten die 16 Chemos, von denen Sie erwähnt haben. Da ändert sich ja auch viel bei der Sexualität, da ändert sich auch viel in der eigenen Wahrnehmung. Bin ich jetzt Kranke? Bin ich jetzt Mutter? Bin ich jetzt Partnerin? Wie war das bei Ihnen? Ja, vielleicht auch erstmal die Frage, darf ich überhaupt noch Spaß haben? Man muss es jetzt ja mal so runterbrechen. Das eine mit dem anderen
fühlt sich vielleicht in dem Moment tatsächlich komisch an, sage ich mal, die lustvolle Frau, die dann doch aber schwer krank ist, darf das sein? Ja, das darf sein und letztendlich hat es ja auch was mit Liebe und Zuneigung, Nestwärme, wie auch immer man das sehen möchte, zu tun und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für Beziehungen, ob man verheiratet ist oder nicht, dass man einfach auf der Ebene einen guten Weg miteinander findet und für sich als Frau ist es natürlich in dem Moment, wo die Chemo da ist, ist man körperlich maximal geschwächt, mit jeder Chemo immer mehr. Dann kommt die Operation und man weiß gar nicht, wie läuft es jetzt mit den Narben, mit den Gefühlen, dann noch die Bestrahlung. Das sind halt viele Anteile und im Nachgang jetzt auch noch die Hormontherapie macht auch ihre Folgen. Und ich finde, da darf man in erster Linie als Frau lieb zu sich sein und auch dazu stehen und auch da die Wahrheit, sage ich mal, tatsächlich offen kommunizieren. Ne? Das ist, denke ich, das Wichtigste in einer Partnerschaft. Ist aber wahrscheinlich auch sehr herausfordernd, Ingrid Faber. Das sind ja viele Dinge, wenn ich jetzt nur an meine allgemeinmedizinische Praxis denke, viele Frauen berichten über ganz große Schleimhautprobleme, sei es im Mund, sei es im Vaginalbereich. Viele berichten von Schmerzen in Gelenken, von der totalen Müdigkeit, je nachdem, in welchem Krankheitsstadium es gerade ist. Das zu kommunizieren, auch in so einer Partnerschaft, ist ja nicht so leicht. Bis dahin war ich vielleicht die starke Frau, die sportliche Frau. Plötzlich, wie Nadja Wilders gerade geschildert, bin ich ganz woanders. Ist das auch so ein Punkt, wo Sie helfen? Wie sollte man miteinander reden? Wir fragen schon nach, wie ist die Beziehung mit den Partnern? Ich glaube, der erste Punkt ist das, was Nadja gerade auch gesagt hat, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss und wo die Probleme sind. Und wir laden auch auf jeden Fall ein, die Partner mit einzubeziehen und offen zu sprechen. Wobei das wieder so ein Part ist, der eher in die Sparte der Psychoonkologie wahrscheinlich eher mit eingebunden wird. Wir haben zwar einzelne Gespräche, aber wenn es darum geht, mehrere Gespräche zu führen und auch im therapeutischen Bereich, dann geht es eher in die Psychoonkologie. Öffnen sich denn die Frauen Ihnen gegenüber? Ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn man so vor einem Arzt, vor einer Ärztin sitzt, wird längst nicht alles erzählt. Aber wenn man dann das Glück hat, wie in Ihrem Fall, so ein Breastcare-Team zu haben, wird häufig mehr berichtet, sich mehr geöffnet. Haben Sie den Eindruck, dass dann über Schleimhautprobleme geredet wird oder andere Dinge, die sonst vielleicht gar nicht zur Sprache kommen? Wir wissen ja einfach, dass diese Probleme auftreten können. Also Sie fragen nach. Und ich glaube, wenn wir nachfragen, in einer Beziehung, in einem Punkt, in dem die Patienten wissen, ja, da werden wir ernst genommen und das ist jetzt nichts Peinliches oder so, sondern das sind Dinge, die auftreten können, dann machen wir oft die Erfahrung, dass sich geöffnet wird, ja. Ich mache bei mir häufig die Erfahrung, Frau Reinisch, auch bei ganz anderen Erkrankungen, wenn ich sage, Sie dürfen mir alles zumuten, ne? Und ist es denn bei Ihnen so oder so, dann öffnen sich viele Patientinnen und Patienten. Erleben Sie das auch? Wenn man es offen anspricht, dann wird auf jeden Fall auch offener darüber gesprochen. Es ist halt einfach ein schwieriger Aspekt, weil die Therapien, die wir geben, machen einfach aus der leidenschaftlichen jungen Partnerin, verändern die maßgeblich. Und da gibt es auch kein Patentrezept, da gibt es keine Tablette oder irgendeinen Knopf, den wir drücken und alles ist wieder wie vorher. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir es ansprechen und damit einfach Raum geben, auch dass die Frau, die Partnerin darüber spricht mit ihrem Partner. Was wir immer wieder erleben, ist zum Beispiel auch, dass durch die Erkrankung partnerschaftliche Probleme hervorkommen, die vorher überhaupt nicht erkannt worden sind oder weggedrückt worden sind oder zur Seite geschoben worden sind. Und dass man diese Erkrankung im optimalen Fall, und dafür ist das ganze Team bei uns an der Klinik halt so wertvoll, diese Erkrankung als im optimalen Fall als etwas sieht, was die Patientin empowert, als Neudeutsch, also die guten Seiten an ihr hervorhebt, erkennt, was ihr gut tut in ihrem Leben und was ihr nicht gut tut in ihrem Leben und das, was nicht gut ist, dann auch versucht anzugehen. Hin von partnerschaftlichen Herausforderungen, beruflichen Herausforderungen. Viele Patientinnen sagen, ich habe meinen Beruf verändert oder ich mache weniger Stunden. Nicht nur, weil sie es wohl möglich nicht mehr können, sondern auch, weil sie ihr Leben nicht mehr der Arbeit opfern möchten. Ja, also es ist gar nicht selten und da bin ich auch ehrlich gesagt stolz, dass wir das in unserem Team so bewerkstelligen können, dass viele Frauen sagen, die Erkrankung war schrecklich, möchte ich nicht wiederhaben, wünsche ich niemandem. Aber das, was ich daraus gelernt habe für mich selber,
möchte ich auch nicht mehr missen. Das klingt ja Frau Reinisch fast so ein bisschen wie Krankheit als Weg. Man sieht plötzlich das eigene Leben im Rückspiegel, beurteilt es plötzlich ein bisschen anders. Nadja Will, jetzt waren Sie eine erfolgreiche Anästhesieschwester. Sie waren genau in diesem beruflichen Hamsterrad. Sind Sie heute eine andere? Ich bin nicht anders, aber ich habe mich verändert. Genau, so würde ich das beschreiben. Ich würde jetzt sagen, ich feiere jeden Tag Geburtstag, nicht weil ich jeden Tag ausgiebig feiere, sondern weil ich die kleinen Dinge im Leben schätze und in diesem Hamsterrad, was es vorher vielleicht war, manches gar nicht mehr so wahrgenommen habe. Und ich für mich sage, ich habe ein ganzes Leben hier auf dieser Erde. Es gibt leider keine Generalprobe. Und ich möchte einfach jeden Tag, so gut ich es kann, ihn leben. Und habe mich dadurch natürlich auch beruflich weiter verändert und auch andere Akzente in meinem Leben gesetzt, die ich heute versuche mit dem Spirit zu tragen. Sie haben eben gesagt, als Sie krank waren, haben Sie gelernt, zu sich selbst lieb zu sein. Mhm. So haben Sie es vor. Sind Sie heute lieber zu sich als früher? Auf jeden Fall. ich sage immer echt, es fängt genau da an, sich dafür zu lieben. Es gab einen Moment, dass ich mich gefragt habe, hey, warum ich? Ich habe nach diesem Warum gesucht und habe dann aber die Antwort gefunden. Ich habe gedacht, das ist egal, ich bin es halt. Es ist so, wie es ist. Ich kann das nicht rückgängig machen. Es ist so, wie es ist. Was ich aber kann, ich vergleiche das jetzt mal so, ich sitze im Auto, ich gucke in den Rückspiegel, der ist ja relativ klein, mit Absicht. Das war. Die Frontscheibe im Auto ist relativ groß. Dann lass uns doch mal gucken, was kommt. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Nicht entscheidend, ich kann nicht böse auf mich sein. Es ist ja einfach so passiert. Und warum auch immer sollte ich dieses Päckchen tragen? Und diese Herausforderung anzunehmen und sich dabei zu lieben und ich sag mal so, in Vergebung zu sein, ich sag mal, Friede sei mit dir, das gilt auch für mich. Und wenn ich für mich fein damit bin, dann kann ich das auch in die Welt tragen. Also Sie haben gerade gesagt, nicht böse mit sich sein, Ingrid Farbe, da würde ich gerne darauf eingehen. Ist das eine Herausforderung für viele Patientinnen, dass sie so sagen, ja, bin ich jetzt schuld, ist das, wieso hat es mich getroffen, wo ist der Sinn dahinter? Ist das ein schwieriger Prozess, da durchzugehen? Ja, das ist es. Diese Frage taucht, glaube ich, bei jedem auf. Wichtig ist es anzunehmen und wirklich zu erkennen, dass es manchmal gar keinen Grund dafür gibt. Teilweise gibt es genetische Gründe, die Prozentzahl ist aber relativ gering. Und es gibt nicht immer Erklärungen im Leben. Das muss man dann annehmen und kämpfen. Jetzt haben wir, Frau Reinisch, eben ja viel über Therapien gesprochen. Wir haben von Ihnen gehört, von Nadja Will, Sie hatten 16 Chemotherapien alleine hinter sich. Sie haben zu Beginn gesagt, Frau Reinisch, heute sind wir in anderen Bereichen auch unterwegs. Wir müssen ganz häufig gar keine Chemotherapien mehr einsetzen. Wir haben die antihormonellen Therapien zum Beispiel, die wir als zielgerichtete Therapien mit einsetzen können. Da würde ich gerne mal verstehen, wie ist denn das? Das haben Sie so auch kurz anklingen lassen eben. Wie ist denn das für die Frauen, die das dann einnehmen? Das ist ja, ich bin fast in den Wechseljahren von jetzt auf gleich. Ja. So ist das. Da kann ich jetzt als Mann nicht wirklich mitreden, muss ich sagen. Und natürlich, also die Wechseljahre sind ja schon auf normaler Ebene, ohne hormonelle Induktion für die eine Patientin ganz einfach zu erleben, ohne Probleme, und für die andere Patientin schon eine Phase in ihrem Leben, die sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein zweites Mal erleben möchte. Mit Hitzewallung, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, auch einen gefühlten Leistungsknick und so weiter. Veränderungen in der Libido, also viele Veränderungen, die körperlich einhergehen. Und das induzieren wir durch die Antihormontherapie. Und wenn wir das einer Patientin geben, die schon mal durch die Wechseljahre durch war, kann sie trotzdem wieder diese Symptome haben. Aber wenn wir das jemandem geben wie Nadja, dann ist sie von jetzt auf gleich in den Wechseljahren. Und natürlich macht das eine große körperliche Veränderung in allen Aspekten. Und diese Therapie wird lange gegeben. Also wir planen das in der Regel 5 Jahre, für einige Patientinnen sogar 7 bis 10 Jahre. Das heißt, eine Therapie, die jeden Tag als Tablette für einen langen Zeitraum eingenommen wird und die eine Veränderung der Lebensqualität mit sich bringt. Und da denke ich, ist es wichtig, dass die Patientinnen einfach wissen, warum tun sie das? Immer wenn ich etwas tue, was mir keinen Spaß macht, wo ich erstmal eine Anstrengung erlebe, muss ich wissen, warum tue ich das?
dann fällt mir der Weg dorthin einfacher. Und da ist es wieder unsere Aufgabe als Arzt, die Patientin zu begleiten, den Grund der Therapie zu erklären und auch ihnen, ja, wo wir wieder sind, das Risiko vor dem Rückfall wird damit gemindert. Und das ist ein für viele, auf der einen Seite eine Tablette mit Nebenwirkung, gleichzeitig aber auch der Anker, der einem hilft, dass der Krebs nicht wiederkommt. Aber das würde ich gerne mal verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diagnose eines frühen Brustkrebs stellen muss, dieser Tumor, egal wie groß er erstmal ist, der hat nicht gestreut, hat nicht metastasiert, er ist aber hormonsensibel, er kann super behandelt werden. Und jetzt sitzen Sie dann da mit der Patientin und müssen ihr im Grunde sagen, obwohl dieser Tumor vielleicht raus ist oder nicht mehr da ist, wie in Ihrem Fall, müssen Sie jetzt trotzdem die nächsten 5 Jahre solche Medikamente nehmen. Ist das nicht schwer, das zu sagen? Es klingt ja wie so ein Risiko. Das heißt, dann wird es ja schwierig zu hören, meine Perspektive ist, so ein Medikament zu nehmen. Also Brustkrebs, ich glaube, darum geht es, es ist eine systemische Erkrankung. Brustkrebs ist keine Erkrankung, die sich nur auf die Brust bezieht, sondern es betrifft die ganze Frau von Kopf bis Fuß. Und deswegen müssen wir auch, egal welche Art von Brustkrebs, irgendeine Art der Systemtherapie machen. Das hattest du am Anfang schon angesprochen, das Wort. Das heißt, eine Therapie machen, die die ganze Frau behandelt, von oben bis nach unten. Und dazu gehört die Chemotherapie, dazu gehören diese zielgerichteten Therapien und dazu gehört die antihormonelle Therapie. Und wenn Sie das verstehen, dann wissen Sie auch, warum Sie das machen. Also früher zum Beispiel, das erkläre ich auch, da hat man ja wahnsinnig radikal operiert. Man hat die Brust weggenommen, den Brustmuskel, alle Lymphknoten und trotzdem ist der Krebs wiedergekommen. Und in diesem Zeitraum ist das Wissen darum entstanden, dass es halt nicht nur um radikale Operationen geht, sondern um diese systemische Behandlung der Patientin, damit einzelne Zellen, die sich irgendwie im Körper womöglich ausgebreitet haben, halt gefunden werden und quasi bekämpft werden, angegangen werden. Da würde ich Sie gerne fragen, Nadja, also ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so richtig leicht nachzuvollziehen. Eigentlich waren Sie froh, Mensch, der Tumor ist irgendwie total zusammengeschmolzen und wie Sie es eben berichtet haben, dann kam die Operation, danach ist alles weg. Und dann sollen Sie weiter Medikamente nehmen. War das nicht ein bisschen schwierig zu verstehen oder ging das ganz leicht? Das war im ersten Moment, dass ich dachte, also war einfach nicht mein Bereich, auf dem ich mich auskannte. Und man hat es mir wirklich gut erklärt. Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und wir verschließen jetzt das Schloss. Also ich nehme täglich tatsächlich eine Tablette und alle 4 Wochen bekomme ich ein Depot gespritzt. Und damit machen wir das Schloss dicht, damit der Tumor nicht nochmal ansetzt. Und für mich ist es nicht eine Hormontherapie, für mich ist es meine Lebensversicherung. So deklariere ich das für mich. Ich will mal sagen, ich zelebriere das, dass ich das große Glück habe, vielleicht an der Stelle langfristig in Therapie zu sein, weil wenn es das nicht geben würde, wüsste ich um meine Prognose. Und da ist das Thema annehmen und dankbar sein. Und natürlich hat diese Therapie Nebenwirkungen, Hitzewellen, Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen, konnte ich Lieder von singen. Ich weiß aber damit umzugehen. Es gibt tatsächlich Mittel und Wege, indem ich mich entsprechend ernähre und indem ich unglaublich gut auf meine Bewegung achte, sportlich aktiv bleibe. Es geht nicht darum, dass wir Marathon laufen, aber Muskeltraining, Ausdauertraining in Kombination, das ist das, was ich mir selbst verordne und wofür ich Verantwortung tragen kann, dass wenn ich weiß, Komplementärmedizin, 3 bis 4 Stunden Sport in der Woche alleine reduzieren mein Rezidiv, also meine Wiedererkrankung um 40%. Hey, was habe ich für ein gutes Potenzial für mich zu sorgen? Jeder wäre stolz, wenn man so eine Tablette entwickeln würde, dann wäre man Milliardär. Ist uns viel am Tisch leider nicht gelungen. Ich würde gerne Sie nochmal fragen, Ingrid Faber, jetzt haben wir eben gelernt, Selbstwirksamkeit kann man das ja nennen, wenn ich Sport mache, wenn ich um mich selber weiß. Wir haben von Nadja Will aber eben auch gelernt, der Blick vielleicht auch auf die Nebenwirkungen, die ich habe und wie ich damit umgehe. Sie haben es genannt Lebensversicherung. Ja. Ist das wichtig, wie ich dem gegenüberstehe? Also ist das eine bedrohliche Tablette, die mich jetzt in meinem Alltag einschränkt oder ist es mein Lebensretter? Also ich habe gerade gedacht, dass Nadja das eigentlich schon so perfekt erklärt hat, dass mir da gar nichts bleibt, viel zuzusagen. Okay. Tatsächlich bin ich bei uns ganz dankbar dafür, dass es eben halt die integrative Onkologie gibt, die die Tageskliniken nochmal anbietet und die Patienten auch dahingehend unterstützt. Und das sind genau die Sachen, die Nadja gerade erzählt hat. Es ist die Bewegung, es ist die Ernährung. Man kann, das hat sie nicht gesagt, durch Akupunktur oder kühlende Bäder der Arme oder so Nebenwirkungen reduzieren. Aber man kann durch Lebensstil
viel verändern, ja. Was ich Sie unbedingt noch fragen wollte, Sie haben eben gesagt, auch mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben das Glück, hier in Essen auch so einen naturheilkundlichen Bereich zu haben. Jetzt sind Naturheilkundler von vornherein eher ganzheitlich unterwegs. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen halt die ganze Frau behandeln und nicht nur uns um die Brust oder das Thema Krebs kümmern. Wie sind so Ihre Erfahrungen? Was melden Ihnen die betroffenen Frauen? Was melden Ihnen die Familien vielleicht auch zurück? Ich glaube, dass das eine ganz große Bereicherung ist, dass wir das anbieten können, unterstützend zur Chemotherapie, auch zur antihormonellen Therapie, dass diese Angebote wirklich mit nach Hause genommen werden und auch in den Alltag integriert werden können. Und Nadja macht es von alleine. Ja. Genau, aber manche müssen an die Hand genommen werden und sind sehr, sehr dankbar. Nadja hat auch das Glück, Sie kamen aus einem Gesundheitsberuf. Sie hatten schon eine Grundahnung. Sie wussten vielleicht auch, wie man fragen kann. Das haben die meisten betroffenen Menschen ja nicht, ganz egal, mit welcher Krebserkrankung. Frau Hensch, Frage nochmal an Sie. Jetzt haben wir eben viel gehört über Bewegung, wir haben viel gehört über Naturheilverfahren. Wenn man aus der Onkologie mal so ein bisschen weggeht, dann ist es ja nicht so eine knallharte Medizin, sondern eine, von der wir gelernt haben. Sie ist heute zunehmend wichtig. In meinem Studium hat sie fast gar keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber wie wichtig würden Sie das jetzt sehen müssen und sollten da alle Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen, hey, das müssen wir in den Alltag aufnehmen? Das ist ja im Grunde genommen das, was der Arzt, der dich ganz am Anfang behandelt hat, schon gesagt hat. Also eigentlich kommen wir mit der Frage jetzt auf das Allererste, was der Arzt, der Nadja bei der Diagnosemitteilung gesagt hat. Es kommt jetzt auch auf die Einstellung an. Ich kann mich ins Bett legen und den ganzen Tag weinen und davon geht es mir kein bisschen besser. Ich kann das eine halbe Stunde machen, ich kann es von mir aus auch einen Tag machen, aber spätestens dann muss man sich irgendwann auch wieder aufrappeln. Und das ist unabhängig davon, ob wir eine Krebsdiagnose mitgeteilt haben oder ob irgendwelch anderes Ereignis im Leben auftritt, was nicht gewünscht ist, um es mal ein bisschen einfacher zu sagen. Und daher denke ich, ist es ganz wichtig, dass man diese ganzen zusätzlichen komplementären Maßnahmen, das ist nochmal ganz wichtig, diese Naturheilkunde in unserer Klinik ist keine alternative Therapie, sondern eine ergänzende. Das heißt, wir machen immer Schulmedizin und die komplementäre naturheilkundliche Therapie läuft parallel zur Minderung der Nebenwirkungen und um diesen ganzen Prozess zu verarbeiten. Und Krebs ist einfach das riesigste Erdbeben, was wir uns eigentlich so vorstellen können in unserem eigenen Leben. Und da braucht es viele Menschen, die den Patienten begleiten, aber das ist egal, wenn der Patient es nicht annimmt oder sich die innere Einstellung nicht so ist, dass man es angehen möchte. Ich sage gerne auch, man muss es ein bisschen sportlich sehen. Sport macht auch nicht jeden Tag Spaß, ja? Aber es hat ein Ziel und dieses Ziel ist gemeinsam zu erreichen, aber die Patientin muss da einen ganz aktiven Teil dran haben. Und gerade dieser Wunsch, auch eine aktive Kontrolle über die Erkrankung zu haben, ist etwas, was wir ja auch im Gespräch über das Rezidivrisiko immer wieder hören. Ja? Diesen aktiven Anteil in der eigenen Krankheitsbewältigung, sowohl während der Therapie als auch danach. Also jeder selbst, aber letztendlich auch jede Familie, hat im Grunde eine Menge selber in der Hand, etwas zu tun. Das habe ich heute auch nochmal gelernt. Ich würde gerne mal, wenn wir jetzt so langsam ans Ende kommen, Ihre Empfehlungen nochmal hören, Nadja. Beginnen wir vielleicht mit Ihnen, dass wir kurz von Ihnen hören. Sie haben das selber durchlebt, Sie haben vieles erlebt, Sie können es aus erster Hand berichten. Wenn uns jetzt viele Frauen und wie gesagt auch die Familie, ich betone es immer wieder, weil wir haben das heute gesagt, das Erdbeben betrifft nicht nur die eine Person, sondern alle. Was sind so Ihre Empfehlungen, so man das überhaupt hat, oder Tipps, oder was würden Sie weitergeben wollen, wo Sie sagen, das kann helfen? Also die Einstellung zu mir selber, die hilft ungemein, dass ich mich selbst erstmal in erster Linie liebe, dass ich annehme, das was da ist und dass ich für mich versuche, den besten Deal meines Lebens damit zu schließen. Es gibt Phasen, die sind unglaublich hart und ich war am Boden. Für mich kann ich das nur sagen, da dachte ich, es gibt keinen Morgen mehr. Aber der Morgen kam ja. Und ich finde, es gibt immer wieder Momente, die man tatsächlich für sich selbstbewusst anfassen muss. Und ich möchte es auch nur noch mal sagen, auch ob während der Therapie oder nach der Therapie, die entscheidende Frage war für mich immer, was kann ich dazu beitragen, um wirklich maximalen Therapieerfolg zu erreichen? Also Therapietreue, Therapieadherenz, unglaublich wichtig. Und das, was ich tun kann, ist Ernährung, Bewegung, Sport
und die mentale Einstellung zu mir selbst, mich in erster Linie erstmal dafür lieben, dass es gerade so ist, wie es ist und es annehmen. Und dann gucken, wie gehe ich damit um. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was eben mal anklang. Also Sie haben genau das Gegenteil von Verzicht gemacht. Sie haben im Grunde gesagt, ich will leben, und Sie haben so ein schönes Bild gebraucht. Ja, wir leben. Sie haben eben gesagt, mein Tumor ist 2,7 Zentimeter groß, mhm, und da war noch ganz viel Platz in mir für, ja, viel mehr Leben. Ja. Das heißt, Sie haben gesagt, jetzt packe ich das Leben so richtig? Genau. Ich habe mich dafür entschieden, Vertrauen in das Leben zu haben. Und habe gedacht, das Leben steht auf meiner Seite. Das ist, also, das hört sich, ich habe immer meinen Deal mit dem Universum, und ich habe mir gesagt, als ich 16 Mal auf dem Chemosessel saß, nie wieder wirst du dir sagen, hättest du mal. Es gibt einfach Dinge, oder die Polarlichter sehen und mit Husky Schlitten fahren, die mache ich, und ich schiebe sie nicht mehr auf. Der Tag ist heute. Heute, hier und jetzt. Und ich sage immer, der Plan ist ohne Plan. Das ist das Leben. Ingrid Faber, es klang fast wie ein Schlusswort jetzt, was wir gehört haben. Wir versuchen es trotzdem. Jetzt sehen Sie als Breast Care Nurse ganz, ganz viele Frauen, sehen ganz, ganz viele Familien. Was ist so Ihr Rat? Was würden Sie sagen? So kommt man damit klar? Ergänzend zu dem, was Nadja gesagt hat, finde ich, die Hilfe, die einem angeboten wird, auch annehmen, so wie es gut für einen ist. Also jedes Angebot passt ja nicht immer, ne? Aber zu hören, welche Angebote gibt es, und um die auch annehmen zu können, das ist das eine. Und vielleicht selbst zum Experten seiner Krankheit zu werden und zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich und was bedeutet was und welche Wege kann ich überhaupt gehen. Also ich glaube, Experte für seine Krankheit zu sein, das ist auch. Matthias Reinisch, heißt das, wenn Sie jetzt so an Ihren ärztlichen Alltag denken, heißt das, dass auch Patienten Sie fragen dürfen, wie ist es hiermit, wie ist es damit, was sollte ich tun? Was wäre Ihr Rat? Was wünschen Sie sich für Patientinnen und Patienten, die zu ihm kommen? Sie sind ja vor allem Patientinnen. Die Patientinnen sind ja viel weniger betroffen, zum Glück, auch wenn es Brustkrebs bei den Männern ja auch, mhm, gibt. Aber wie ist es bei den Patientinnen? Sagen Sie da, ja, Expertin in eigener Sache werden, das ist es, was noch? Also Expertin in eigener Sache ist ja, bedeutet, ich verstehe, was ich habe, und ich verstehe, warum ich den Weg gehe, den ich gehe. Und das führt dazu, dass ich als Patientin eine Kraft oder eine Macht habe, wie ich die Krankheit verstehe, bewältige und meine Zukunft daran orientiere. Und nicht umgekehrt, nicht die Krankheit soll mich bestimmen, sondern ich bestimme mein Leben, und die Krankheit ist ein Teil meines Lebens. Wenn wir jetzt gerade über so die Nachsorge sprechen und das Rezidivrisiko, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass Patienten halt verstehen, was alles machbar ist. Antihormontherapie, nicht jeder Patient braucht eine Antihormontherapie, das ist ja auch nochmal wichtig. Aber Patienten mit solchem hormonempfindlichen Karzinom brauchen diese, aber auch die Lust am Leben und das Leben wieder annehmen, also die Krankheit hinter sich zu lassen, die wird nie weg sein, und die Angst wird auch nie weg sein. Sie wird in jedem Jahr ein bisschen weniger. Das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht auch ein bisschen Achtsamkeit mit sich selbst, und ich glaube auch keine Strenge mit sich selber. Wir sind keine Maschine, die auf Knopfdruck gesund und krank und gesund ist. Sondern selbst in dem Moment, wo ich als Arzt sage, so, Sie brauchen mich nicht mehr, ja, braucht die Patientin trotzdem noch Begleitung von sich selber, Eigenliebe, Selbstzuneigung, Verständnis mit sich selbst und auch Toleranz mit sich selbst, dass nicht alles von heute auf morgen wieder ist wie vorher. Ja. Vielen Dank an Sie drei für diese sehr, sehr offenen Worte. Wir müssen reden, Brustkrebs und die Angst vor dem Rückfall, so haben wir die letzten 45 Minuten genannt. Es war viel, viel dabei, was ich gelernt habe, was ich mitgenommen habe, was ich sehr beeindruckend fand. Offenheit, offen mit der Erkrankung umzugehen, an sich selbst auch zu denken im positiven Sinne, das Leben wirklich zu leben. Ich fand dieses Bild sehr, sehr schön. Der Tumor war nur relativ klein, und in meinem Körper war noch ganz viel Platz für richtig viel Leben, und das habe ich gepackt. Ich finde, das ist eine ganz spannende Perspektive, aber auch genauso wie das, was wir gehört haben, Expertin in eigener Sache zu werden und mit den behandelnden Kolleginnen und Kollegen, mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den ganzen Teams dann auch zu besprechen, was ist denn für mich jetzt vielleicht das Beste? Und wenn es eine zielgerichtete Therapie ist, wenn es eine antihormonelle Therapie ist, dann auch offen darüber zu reden, wo sind vielleicht meine Probleme im Alltag, meine Herausforderungen, und Hilfe zu suchen. Und wir haben eben gehört, aus erster wie aus zweiter Hand, da geht heute viel mehr, als noch Menschen wie ich in ihrem Studium gelernt haben.